Hallo und herzlich willkommen bei IDEA TV. Zur Miss Holocaust Survivor 2021 wurde in Jerusalem die 86-jährige Salina Steinfield gekürt. Der Schönheitswettbewerb feiert Frauen, die nicht nur die Schrecken des Holocaust überlebt haben, sondern auch Leben und Hoffnung an die zukünftige Generation weitergeben. Moran Atias, die Zeremonienmeisterin des Wettbewerbs, schildert ihre Eindrücke. Das war der wahrscheinlich schönste Abend seit langem. Innere Schönheit übertrifft äußere Schönheit. Das ist heute Abend Wirklichkeit geworden. Viele Frauen seien Gott für ihre Rettung dankbar. Die Schönheiten bekamen auch Raum, um ihre Geschichten zu erzählen. So wie die Mutter der Jurorin Lea Schenier. Sie überlebte die grausamen Experimente des Lagerarztes Josef Mengele in Auschwitz. Ich wurde als Wunder geboren. Niemand wusste, was Mengele damals in den Körper injizierte. Dass sie ein gesundes Baby zur Welt brachte, ist ein Wunder. Ich sehe alle diese wunderschönen Holocaust-Überlebenden. Für mich haben alle gewonnen. Jede ist eine Schönheitskönigin. They all won. For me, everybody is a beauty queen. Die Soziallotterie Aktion Mensch hat den christlichen Verein Perlenschatz bei der Anschaffung eines Autos unterstützt. Der Verein aus Solms bei Wetzlar schützt muslimische Frauen in Deutschland vor häuslicher Gewalt, Ehrenmord und Zwangsheirat. Das Fahrzeug wird benötigt, um bedrohte und misshandelte Frauen und deren Kinder aus Notsituationen herauszuholen und zum Schutzhaus zu bringen. Für das über 33.000 Euro teure Fahrzeug stellte Aktion Mensch rund 23.000 Euro zur Verfügung. Jeden Monat benennen die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte und die Evangelische Nachrichtenagentur IDEA einen Gefangenen des Monats. Für den Monat Dezember haben sie den katholischen Buchautor und YouTuber Apollinaris Damavan aus Indonesien benannt. Dem 70-jährigen ehemaligen Muslim wird vorgeworfen, die islamische Religion beleidigt zu haben. Er verbringt bereits das siebte Jahr im Gefängnis. In Indonesien werden häufig Nicht-Muslime der Blasphemie beschuldigt. Die IGFM und IDEA rufen dazu auf, den indonesischen Staatspräsidenten Joko Widodo in Briefen zu bitten, sich für die Freilassung Damavans einzusetzen. Soweit die IDEA TV-Nachrichten. Ihnen noch eine gesegnete Zeit. Tschüss und bis bald.